Okay, so, wir sind hier an Kana Trade in Zürich und wir wollten uns mit Alice Leggett unterhalten, weil sie hat ein neues Buch, okay, ein Buch, das ist BioGrow für Indoor, ökologisches, biologisches Anbau. Und ja, da wollten wir einige Fragen stellen, wenn es okay für ihr ist, dass sie ein bisschen mehr darüber erzählen kann. So, und eigentlich würde das so, dieses BioGrow-Buch ist das einzige, was wir auf Deutsch mal gefunden haben. Und ja, wie bist du denn auf die Idee gekommen, ein Buch darüber zu schreiben? So, warum hast du das dich in Bio-Indoor-Anbau spezialisiert? Ja, wie du richtig sagst, das ist das einzige deutschsprachige Buch, das sich mit Indoor-Anbau auf biologischer Basis befasst. Und genauso bin ich dazu gekommen. Also ich habe mit Freunden selber eingebaut für den Eigenbedarf. Und nachdem ich seit 13 Jahren Vegetarierin bin und vor allem biologische Lebensmittel kaufe, auch direkt von Bauern, war es für mich irgendwie eine logische Konsequenz, selber auch Biogras produzieren zu wollen. Weil ich meine, bei Lebensmittelverzicht möchte ich auf Pestizide verzichten und das meinem Körper nicht antun. Und dann rauche ich sie, das ist für mich nicht konsequent. Mhm. Also habe ich dann begonnen, mich ein bisschen mit der Thematik zu befassen und habe mich zum Beispiel in Growshops umgeschaut nach genau so einem Buch und ich habe nichts gefunden, gar nichts. Jeder hat mir nur gesagt, ja leider, wäre eh interessant, aber das gibt's nicht. Und nachdem ich dann gute 2 Jahre mehr oder weniger biologisch, also immer weiterentwickelt habe und selber gemerkt habe, dass die Qualität einfach besser ist, dass man weniger Husten hat, dass es besser schmeckt, habe ich beschlossen, ich setze mich einmal mit dem Nachtschatten Verlag in Verbindung, das ist eben der Verlag für die Thematik, und frage, ob sie Interesse daran hätten. Und das Interesse war groß und ein knappes Jahr später ist dann mein Buch rausgekommen. Ja, sehr gut. So, weil eigentlich ist es ja auch ein bisschen merkwürdig, weil es gibt so wie einen Biotrend in den letzten Jahren, aber irgendwie ist es so auf Grasanbau nicht direkt, hat nicht solchen direkten Einfluss. Ne? Spricht man darüber so viel oder sogar nicht so? Ja, ich glaube, der Grund, warum das kein großes Thema ist, ist einfach die Tatsache, dass Cannabis leider noch immer in allen europäischen Ländern, bis auf die Niederlanden, zum Teil mit den Social Clubs in Spanien auch, verboten ist. Mhm. Das heißt, momentan, wenn über Cannabis geredet wird, dann eigentlich nur über die Legalisierung und über die Vorteile von Cannabiskonsum und die Nachteile und die Konsequenzen, die es haben kann. Aber es kommt kaum zu einer Diskussion darüber, wie Cannabis eigentlich produziert wird. Man merkt das auch, wenn man mit Leuten spricht, gerade auf den Messen, die ich besuche. Wenn ich mit den Leuten spreche, und das sind vor allem Konsumenten, die haben keine Ahnung, wie Cannabis produziert wird. Mhm. Ganz wenige, die sich schon damit auseinandergesetzt haben. Und von daher fehlt eben einfach durch die Illegalität, fehlt der Platz, um sich damit auseinanderzusetzen, um das diskutieren zu können. Und ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, war auch, um diese Thematik aufzubringen, um den Leuten klarzumachen, überlegt euch, was ihr euch in eure Lungen hineinsaugt, womit ihr euren Körper belastet. Mhm. Okay, ja, das macht Sinn. Aber eigentlich auch bei dem Bioanbau werden auch ab und zu einige Produkte benötigt, spezielle Sonderprodukte. Wie kann man die finden? Sind die einfach zu finden und sind die auch mal verkaufbar? So, sind die zertifiziert? Wie geht das? Also grundsätzlich, den einzigen Vorteil, den wir haben, ist, dass wir eben ein EU-Land haben, nämlich die Niederlande, wo es so legalisiert ist, dass sich mittlerweile auch große Firmen mit dem Thema Bioanbau beschäftigen. Also sei es jetzt die Firmen, die Erde produzieren, die Dünger produzieren, auch sogar die Samenproduzenten merken langsam, es gibt einen Markt. Und daher gibt es mittlerweile zum Glück auch bei uns schon in Workshops einige Produkte, die wirklich biozertifiziert sind und die dann auch beim Start werden, dass sie ein Zertifikat haben, wo nicht geschummelt wird. Allerdings weise ich da immer darauf hin, wenn ihr was kauft, achtet darauf, dass wirklich organic oder biologisch draufsteht. Mhm. Solange nur natural oder mit natürlichen Inhaltsstoffen draufsteht, ist das nicht bio, sondern das bedeutet im Allgemeinen, das ist ein ganz konventionelles Produkt und dann sind noch 2, 3 Inhaltsstoffe dabei, die eben natürlich sind. Mhm.
Das hat aber noch lang nichts mit biologisch zu tun. Ja. Also da muss man sich auch als Konsument damit auseinandersetzen und genau schauen, was man kauft, wie es ja bei Lebensmitteln auch so ist. Okay. Und kann sich das auch mal jeder leisten? Gibt es so einen großen Preisunterschied zwischen normaler, konventioneller Produkte oder Bioprodukte? Das kommt aufs Produkt an. Also bei Erde ist der Preisunterschied relativ gering. Beim Dünger ist er zum Teil recht gewaltig. Mhm. Wobei, ich bin davon überzeugt, dass sich jeder leisten kann. Also vor allem, mein Buch beschäftigt sich ja nicht nur mit biologischem Anbau, sondern auch mit dem Anbau nach Mond- und Naturrhythmen. Mhm. Und da zielt man einfach darauf ab, die Pflanzen auch weniger zu düngen, dafür zu gewissen Zeitpunkten, sodass sie dieselbe Menge aufnehmen können. Mhm. Weil so wie bei den meisten angebaut wird, wird zum Beispiel jeden zweiten Tag gedüngt. Egal, ob man sieht, dass es die Pflanze jetzt braucht oder nicht. Mhm. Wenn eine Pflanze den Dünger aber nicht braucht, dann fließt sie einfach durch die Erde durch und wir schütten den meisten Dünger weg. Und wenn man jetzt mit Mond- und Naturrhythmen arbeitet, muss man weniger Dünger einsetzen. Also ich habe meinen Düngerverbrauch um 50% reduziert durch diesen Anbau und dadurch natürlich auch die Kosten gesenkt. Also im Endeffekt glaube ich wirklich, dass man sich leisten kann. Und vor allem, wenn man merkt, wie es die Qualität ändert, dann zahlt es sich wirklich aus. Okay. Und gilt das auch für jeden? Weil, naja, viele Leute, die wohnen auch in Städten und haben ja vielleicht auch nicht so gute Organisation sozusagen im täglichen Tag, im Alltag oder so. Würde diese Methode auch für jeden gültig sein? Ja, denke ich schon. Also nachdem, natürlich, da gibt es Kontroversen, es wird darüber diskutiert, es gibt Untersuchungen, die weisen die Wirksamkeit nach, es gibt andere Untersuchungen, die sagen, nein, alles Blödsinn. Mhm. Da gebe ich jedem den Tipp, selber ausprobieren. Mhm. Ich war am Anfang auch sehr skeptisch. Ich habe es dann ausprobiert, nachdem mir Freunde davon berichtet haben, wie gut es bei ihnen funktioniert. Und ich war erstaunt, wie gut es hilft, weil eben die kosmischen Einstrahlungen, die lassen sich ja nicht von einer Wand aufhalten, sondern die gehen auch durch Material durch. Und dadurch werden auch die Pflanzen beeinflusst. Okay. Das heißt, auch gerade in Städten, ich meine, wenn man die Chance hat, ein Auto anzubauen, dann braucht man sich weniger damit zu befassen, weil da hat man sowieso den Sonnenrhythmus vorgegeben. Okay. Wenn man aber Indoor anbaut, muss man sich schon mehr damit auseinandersetzen. Ja, das kann man eigentlich so die nächste Frage, weil ja, das ist so Biogrow, Indoor-Anbau und eigentlich das wäre logischer, so wenn es Outdoor-Anbau wäre. Warum? Natürlich, also wenn man die Möglichkeit hat, gibt es nichts Besseres für die Pflanze, nichts Natürlicheres, als draußen in der Erde unter der Sonne mit Regen aufzuwachsen. Nachdem der Anbau von Cannabis aber leider noch immer verboten ist, ist das sehr schwierig, weil einfach gefährlich. Man muss wirklich sehr gute Plätze kennen, wo man nicht Gefahr läuft, erwischt zu werden, was in der Wohnung allgemein leichter ist. Da wäre es natürlich biologischer, so anzubauen. Aber mein Buch gibt für Imbau wirklich sehr umfassende Tipps, wie man trotzdem möglichst biologisch arbeiten kann. Also gerade beim Thema Licht zum Beispiel, der Stromverbrauch in einer Anlage ist ja wirklich enorm. Ich habe mir das ausgerechnet, wenn man konventionellen Strom hat und eine 600 Watt Lampe 12 Stunden am Tag ein ganzes Jahr rennen hat, produziert das 1,5 Tonnen CO2, 1500 Kilogramm. Das ist eine enorme Menge. Wenn man da ökologischer, umweltschonender arbeiten will, nichts einfacher als den Stromanbieter zu wechseln und zu Ökostrom zu wechseln. Dann produziert man plötzlich bei derselben Zeit nur noch 0,11 Tonnen. Das heißt nur noch 110 Kilo CO2 anstatt 1500 Kilo. Das heißt, auch wenn man nicht die Möglichkeit hat, ein Auto anzubauen, kann man trotzdem sehr viel umweltschonend umstellen. Aber wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du auf Outdoor? Wenn es legal wäre, würde ich sofort meine Lizenz vom Staat holen, würde ein Feld mit Cannabis anbauen und nur noch draußen produzieren, ganz klar. Man hat viel weniger Probleme, auch mit Schädlingen zum Beispiel, weil die Hitze nicht so steigt.
mit der Wasserversorgung. Weil man muss bedenken, eine Cannabispflanze ist ein Tiefwurzler. Das heißt, in der freien Natur machen die bis zu 3 Meter tief Wurzel in die Erde und können sich daher gut mit Wasser selbst versorgen. In einem kleinen Topf hat sie die Möglichkeit nicht. Mhm. Also draußen arbeiten ist natürlich das Nonplusultra. Klar. Und welche sind deine Lieblingsvarianten für Anbau zu kultivieren? Deine Lieblingsstrains, deine Lieblingspflanzen? Ja. Also ich bevorzuge ganz eindeutig alte Sorten. Mhm. Alte Sorten haben den Vorteil, dass sie viel robuster sind. Das heißt, sie sind nicht so anfällig zum Beispiel auf Schädlinge, aber mhm. auch im Wasserverbrauch tun sie sich leichter. Sie sind nicht so stressanfällig. Mhm. Und geschmacklich würde ich sagen, Jack Flash zum Beispiel ist eine ganz tolle Sorte, auch sehr robust, sehr alt. Mhm. Oder Marlies Collie, das hat mhm. auch was ganz Besonderes. Okay. Und was hältst du denn von jetzt die Vielfalt an Sammelbanken mit Feminisierten und mit Autosammeln und was denkst du darüber? So. Also ich persönlich bin kein Fan von Feminisierten und Autopflanzen. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits die Produktion, mhm. also zum Beispiel feminisierte Samen werden mittels Hormoneinsatz produziert, mittels künstlicher Hormone. Dann muss man sich selber mal die Frage stellen, möchte ich das mir in den Körper holen, diese künstlichen Hormone? Und dann auch ökologisch gesehen, künstliche Hormone werden von Kläranlagen nicht ausgefiltert und gehen direkt ins Grundwasser. Mhm. Die Hormonbelastung unseres Grundwassers steigt jährlich allein durch die Nutztierhaltung, durch die konventionelle. Wenn man die Möglichkeit hat, soll man doch einfach darauf verzichten. Es gibt alte, gute Sorten. Mhm. Man braucht das nicht. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, diese Autoflowering-Pflanzen, aber auch die feminisierten Pflanzen, sind extrem stressanfällig. Mhm. Und das heißt, da braucht man nur einmal während der Blühphase plötzlich den Strom ausfallen und die Pflanzen sind so gestresst, dass sie zum Beispiel Stresszwitter hervorrufen. Das ist genau das, was man eigentlich nicht möchte mit feminisierten Pflanzen. Also wirklich, wenn ich die Möglichkeit habe, Finger weg und lieber zu dem alten, bewährten Pflanzen greifen. Aber ich meine, du kannst ja auch mal verstehen, ne? Dass normalerweise die Leute, für den ist es einfacher, auch mal den Anbau mit feminisierter und mit Auto also kontrollierten Samen. Feminisierten Samen, wenn man sich selber nicht die Arbeit machen möchte, auszusortieren oder nicht das Wissen hat, mhm. auszusortieren, klar. Was sind männliche und was sind weibliche Pflanzen, mhm. dann sage ich, lieber gleich gar nicht mit Samenanbau beginnen, sondern mhm. im Pro-Shop die fertigen Pflanzen kaufen. Da hat ja, man die Garantie drauf. Österreich. Ah, ja, das stimmt natürlich. Aber sonst, es wird auch in meinem Buch besprochen, der Samenanbau mit einer Methode, wie man die männlichen und die weiblichen auseinandersortiert. Mhm. Und wie gesagt, nur weil sie feminisiert sind, hat man nicht die Garantie, dass sie dann wirklich nur weibliche Blüten machen. Mhm. Ein Stressfaktor, zu hohe Hitze, Stromausfall und sie machen erst recht männliche Blüten und du hast erst recht überall die Samen drin. Mhm. Das kann dir bei einer robusten alten Sorte kaum sortieren, wenn du sie vorher gut aussortiert hast, die männlichen und die weiblichen. Mhm. Und bei den Autoflowering-Pflanzen, da ist eben der Vorteil, dass sie nach einer ganz bestimmten Anzahl an Tagen fertig ist. Aha, ja. Auch bei den alten robusten Sorten weißt du sehr genau, wann sie fertig sind. Da gibt es Listen, da gibt es unzählige Bücher, wo die verschiedenen Sorten beschrieben sind, wo drin steht, wie lange sie brauchen. Der Sinn von Autoflowering-Pflanzen hat sich mir persönlich noch nicht ganz erschlossen, außer dass sie anfälliger sind für Stresszwitter und für Schädlingsbelastung. Okay. Ich wollte auch mal fragen, ob du seit deinem Buch hast, auch seit deinem Buch veröffentlicht, ob mehrere Leute zu dir kommen, noch mit Fragen oder ja, und ob du echt so gesehen hast, dass die Leute Interesse daran haben. Ja, also das Interesse ist, finde ich, sehr groß. Also gerade auf den Messen, auf denen ich auch oft mit bin und wo ich einen Vortrag halte,
bin ich immer wieder positiv überrascht, wie viele Leute dann wirklich kommen und sich das eine halbe Stunde bis Stunde anhören, die dann auch sehr interessierte Fragen zum Teil stellen, die dann nachher noch kommen und mich Sachen fragen. Zum Teil auch, ich habe einige Interviews schon gegeben in Fachzeitschriften, da kommen dann zum Teil auch E-Mails mit irgendwelchen speziellen Fragen. Also das, der Markt, glaube ich, wäre da, wenn es legal wäre, natürlich noch viel mehr. Mhm. Okay. Aber ich glaube, dass das Buch oder hoffe, dass das Buch auch einfach dazu beiträgt, die Leute irgendwie was anzuregen, anzustoßen, um sich darüber mal Gedanken zu machen überhaupt. Mhm. Einige komische Fragen zum Beispiel, die dir mal sehr überrascht haben. Komische Fragen, zum Teil überrascht es mich, wie spezifisch, wie genau die Fragen sind, also wirklich Detailfragen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Heute zum Beispiel war eine Frage, was ist so der schlimmste Schädling, den man hat, den man vielleicht auch mit biologischen Mitteln gar nicht mehr loswerden kann. Mhm. Das war zum Beispiel eine sehr interessante Frage. Zum Teil wird auch über Hydroponik nachgefragt, ob das denn auch biomöglich ist. Mhm. Es sind wenig allgemeine Fragen, also die ich vor dem Buch bekommen habe, wenn ich Leuten erzählt habe, dass ich brauche eigentlich Bio, da kamen eher die Fragen auf Bio, warum braucht man denn Biogras? Mhm. Diese Fragen werden jetzt auf den Messen im Allgemeinen nicht mehr gestellt, sondern wirklich so ganz spezifische Fragen, wo ich auch merke, die Leute haben sich schon Gedanken darüber gemacht. Das sind welche, die haben sich auch schon damit beschäftigt und das freut mich natürlich. Ja, super. Und fürchtest du nicht ein bisschen auch, dass vielleicht dieses Buch und dass du auch jetzt auf so viele Messen bist, Seminare und so, dass du vielleicht irgendwann in der Zukunft legale Konsequenzen hast? Ja, doch, das ist ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, bevor ich mein Buch veröffentlicht habe. Deswegen ist, den meisten wird es vielleicht schon aufgefallen sein, das ist nicht mein echter Name, sondern es ist zusammengesetzt, dieser Name. Der Verlag hat mir grundsätzlich gesagt, sie hatten noch nie ein Problem mit Autoren und der Polizei, dass irgendwie durch das Schreiben eines Buches die Polizei aufmerksam geworden wäre auf mich. Ich persönlich möchte trotzdem nicht, dass man meinen richtigen Namen bei Google eingibt und dann werde ich sofort mit Hanfanbau in Verbindung gebracht, weil momentan in Österreich, wo ich herkomme, die Situation relativ gut. Also man hat viele Chancen, auch wenn man mal erwischt wird von der Polizei, einen guten Richter zu bekommen und wenn dann überhaupt eine Vorstrafe zu bekommen oder nicht. Mhm. Aber wer weiß, wie es weitergeht in Österreich. Also allein jetzt mit der Bundespräsidentenwahl, die ansteht, die zwischen Grün und den Blauen, das sind so die Rechtsradikalen, wo es entschieden wird, wenn wirklich da die Entscheidung zugunsten der Rechten geht. Ich kann nicht wissen, wie die Gesetze verändern. Vielleicht wird dann Hanf wieder ein großes Thema bei der Polizei und sie werden zukünftig jeden Kiffer hinterherrennen. Ich hoffe es nicht natürlich, aber man kann es nicht wissen. Und von daher möchte ich einfach nicht, dass das so direkt in Verbindung gebracht wird. Es ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel in Österreich nicht auftrete öffentlich. Mhm, klar. In anderen, also ich war schon in Deutschland und jetzt eben in der Schweiz, da habe ich nicht so die Bedenken. Innerhalb Österreichs möchte ich es gar nicht drauf anlegen. Da soll die Polizei möglichst gar nicht auf mich aufmerksam werden. Mhm. Nicht, dass sie mir was nachweisen könnten, aber ich möchte einfach keinen Ärger. Ja, klar. Von daher, ich hoffe einfach wirklich, dass in Zukunft die Politik eher liberaler wird, dass es in den nächsten 5 bis 10 Jahren einfach legalisiert wird und der Staat so intelligent ist und die Steuergelder einnimmt, anstatt kleine Kiffer und Anbauer zu Kriminellen zu stigmatisieren und dass ich dann auch damit kein Problem mehr habe und wirklich vielleicht einmal, keine Ahnung, Seminare geben kann oder unter meinem echten Namen auftreten kann und so weiter. Okay. Und ein kleiner Sprung vielleicht in englischsprachigen Ländern, wo das ein Zum bisschen Beispiel. Offener... Das wäre natürlich auch was. Also ich habe bisher eine Anfrage bekommen aus Amerika, wo sie ja zum Glück immer liberaler werden, wo es in vielen Staaten auch schon legalisiert ist, sogar der Anbau mit eben Lizenzen, wo man dann Steuern zahlt, wo man sich versichern kann, wo man das einfach wirklich offiziell machen kann, die auch drauf kommen, dass Bio-Anbau eigentlich was wäre, was sie gern hätten. Und so hoffe ich, dass sich es halt in der EU, in Europa auch weiterentwickelt. Okay, sehen wir. Okay, dann
danke sehr. Ja, ich danke. Ja, und viel Glück auch noch mit dem Buch. Dankeschön. Danke.